Hey, willkommen zur nächsten Folge von Lava und heute gibt's nochmal die Endrunde, wo wir ja eventuell nochmal für den Joe was Nettes finden, Elytra, und noch eine kleine Spezialgeschichte, die extrem wichtig ist für Phase 4, die kommen wird morgen und da bin ich noch ein bisschen was am Vorbereiten. Wir bauen eine Sendeantenne, die ja schon als Wochenaufgabe drin stand und seid mal gespannt. Okay, jetzt geht's los. Und bei mir stand auch die Folge, hey Joe, willkommen zurück. Hi, hi. Oh. Wir haben eine weitere Festung gefunden, aber so wie es aussieht ohne Schiff, aber wir wollten trotzdem die Gelegenheit nutzen und die Folge starten. Weil, wäre vielleicht gut. Also ich habe jetzt kein Schiff gesehen, ich glaube es ist auch keins da, aber wir könnten die ja trotzdem mal plündern. Und ja, plündern ist immer gut. Vielleicht gibt es noch ein paar coole Sachen, beziehungsweise halt, ach ja schon, Elytra wäre schon cool. Elytra wäre tatsächlich gut. Wir haben uns gerade überlegt, ich setze heute mal einen Cut in der Folge. Miau. Ich setze mal heute einen Cut in der Folge und zwar, wenn nachdem wir die Folge geguckt, nachdem wir jetzt die geplündert haben, würde ich dann einen Cut setzen und wir würden dann weiterlaufen bis zum nächsten. Jo. Das war der Plan. Ein Looting-Schwert war immer schön, ne? Aber. 3, 2. Hallo, du fliegst außenrum. Versuch. Ist okay. Ja, okay. Versuch ja, genau ich da rein. Irgendwie kannst. Jetzt außenrum gebuschelt. Ja, also ist halt eine etwas kleinere Festung, noch nicht ganz so groß, aber ich vermute mal, dass die trotzdem ganz gut zum Plündern ist. Ich gehe mal nach rechts hin. Jo. Ach verdammt, ich bin nach oben geflogen. No. Dann Planänderung, ich fliege nach hier. Ja, ein bisschen. Oh, Levi. Komm hier. Komm, ist gut jetzt. Ich hänge mal wieder richtig ekelhaft hier fest. Ich auch. Und zwar an der Außenseite. Paff, 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 paff. Blöder Schalker. Wenn man Milch jetzt dabei hätte, das wäre es. Ja. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Nein, nein, nein. Ich möchte nicht von diesem Ding getroffen werden. So, komm. Jetzt kill. Also diese Schalker-Dinger, ich habe sie ja, ich weiß, ich habe mal mit denen üben, ziemlich viel experimentiert mit diesen Schalker. Ich habe den von außen weggeschossen. Ich habe einen Bogen dabei. Sehr gut. Mit diesen Schalker-Ballets hatte ich mal übelst viel experimentiert, weil ich damit einen Levitation-Minecart machen wollte. Du kannst nämlich quasi einen Minecart da drauf spawnen und dann dem Schalker-Ballet sagen, wo du hin möchtest. Und das Minecart fliegt dich und hovert dich dann quasi genau dahin, wo du hin möchtest. Jo. Okay, wie gesagt, also bei dir drüben hast du den Schatzkistenturm eventuell erwischt. Nein, ich habe bei mir einen Turm gewischt mit sau vielen Schalkern, die mich gerade dabei sind, umzubringen. Ja, sag ich doch, Schatzkistenturm. Oh, lol, ich hab mich durch die Curse Plans habe ich mich gerade gerettet. Wow, wie geil ist das denn? Das ist ein gefährliches Spiel, Joe, ne? Ich habe mich durch die gerade gerettet, weil ich nach draußen mich teleportiert habe. Ja, ist aber immer random, von daher. Bist du schon gerade, ey, du bist höher als ich. Ja. Oh, da ist noch eine Schalker. Schalker, böse, Schalker. Mag ich nicht. Schlupp. Schlupp. Warum sind da so viele drin? Ja, weil das halt so ein, keine Ahnung, ist auch so ein Raum. Da geht es halt ziemlich stark nach oben. Ich habe aber einen Bogen, sodass ich immer hier ein bisschen rumballern kann. Hm. Und ja, hier oben ist Schatzkiste. Hier oben ist Schatzkiste. Ich habe zwei Schatzkisten. Ein Dia-Schwert und Looting 2. Oh, das könnten wir nehmen. Und ein Dia-Helm mit Mending. Und mit Looting, ich kann das Looting-Schwert nehmen, da kriegen wir öfters Zeug raus. Wir können auch schnell Enderperlen alles farmen, das wäre ganz cool. So, ich save das ganze Zeug mal wieder. Ganz klassisch. Hier. Warte, ich esse mal wieder ein bisschen was und teleportiere mich mal wieder ein bisschen durch die Gegend. So. Ich warte unten am Eingang der Burg. Plump. Wobei, Enderman, freunden wir uns heute gut an. Ja, Schätzchen, ja, komm. Ja, komm. Lass gut sein. Ist gut. Also mit seinem Schätzchen. Ja. So, pass auf. Ich habe eine Idee. Ich farbe noch ein paar Endermans hier unten, während du gerade irgendwas machst, ja? Ja, ich habe dann Schaden. Wenn du magst, einmal nicht nach unten kommen, bitte. Ja, die werden ja auch auf mich aggressiv, ne? Bin ich mir gerade ganz sicher. Okay. Sieht ganz gut gesaved aus. Wunderbar.
Sehr gut. Und dann die Sig-Touch-Picke. Aber wie gesagt, ich hätte ein Looting-Schwert, da würden wir viel mehr rauskriegen, ne? Also. Nur so. Ja, ganz oben ist noch ein Schalk, aber ganz ehrlich, ist mir jetzt gerade eigentlich egal. Oh, das funktioniert gut. Also ich finde, Endermans sind ja echt leicht zu bekommen. Endermans? Enderperlen sind leicht zu bekommen, aber auch nur, wenn du im End bist. Und Endermans, halt. Ja, Endermans. Also im End ist es ja echt, da kannst du ja wirklich farmen ohne Ende. Das fällt dem Joe aber früh auf. Ach, hätte ich das mal gewusst. Ja, aber die Kunst ist halt erstmal reinzukommen. Und normalerweise musst du ja auch erst die Endfestung finden und so. Wir haben es halt abgekürzt mit dem Kuchen. Das ist auch von Ex Nihilo wieder ein Teil, sodass du, wenn du halt mal, Ex Nihilo ist ja dafür gedacht, dass du nach Skyworld spielen kannst, ne? Und in der Skyworld hast du halt in der Regel kein Stronghold, weil du einfach ein Void bist. Also gibt es eine andere Möglichkeit, ins End zu kommen und daher den Kuchen. Weil du hast ja gesagt, du hast mit dem Kuchen nicht so ganz verstanden, wieso ist er so. Ja. Achso, wenn du eben kurz mal aufhören würdest, dann gleich zu schlachten. Ich komme nämlich gerade wieder runter zu dir. Gut, dann warte, ich mache noch eben diese Charge fertig. Ja, gleich ploppen da noch 8 raus. Hm, wegen des Kompressten? Ja, Achtung, wait for it. Greifen wir ihn auch ins an? Wie viel Leben hat er denn? Ah, das ist ja quicklig. Die XP sammle ich dann bitte gleich ein. Ja, mach euch. Ich habe schon Level 65. Über dir hier oben ist auch noch einer drin. Was? Oben ist auch noch einer drin. In der Etage über dir. Aber ich komme durch, ohne dass ich angegriffen werde. Moment. Ist das nicht Unglück, was du jetzt gerade tust? Warum? Ist nur einer. Greift er mich jetzt nicht an, wenn ich rausgehe? Der greift dich wahrscheinlich an. Oh, da ist was. Ja. Hey. Wie auch immer es nach oben geschafft hat, kluger Junge. So. Also das war leider ein etwas enttäuschend kleines Festungsding. Wir suchen mal weiter. Wahrscheinlich wieder ein Stündchen. Mal gucken. Dann mach ich auch einen kleinen Schnitt und komm schon, wir brauchen eine Leiter für dich. Cut. Juhu, pass auf, Leute, ich werde jetzt auch einen Schnitt machen. Go. So, das war richtig gut. Hier hinten, ihr seht hier hinten gerade noch im Schatten gesehen, wie die andere Festung weg ist. Hier hinten ist eine neue. Also bei mir in der Aufnahme hat man es ganz kurz noch gesehen, hinten im Schatten wieder eine ist. Und wir haben eine weitere da oben. Ach, oh, ist gerade ein Enderman. Da vorne ist die alte, genau, da brauchen wir gar keinen Beweis. Da seht ihr es, da ist die alte Festung. Ja, das ist gleich nebenan gewesen, das war echt gut. Oh, die Schalker betteln sich gerade gegenseitig, ne? Es gibt eine andere Möglichkeit, wie man da easy zum Schiff kommen. Willst du da noch einmal komplett durchbetteln oder so? Weil ich hätte mich einfach direkt zum Schiff hochgesteckt, ne? Oder so. Weil wie willst du denn sonst rüberkommen? Am besten ist es, glaube ich, wenn du dich von unten ans Schiffsrand steckst, weil die Schalker, die feuern auch hier, ne? Ja. Ich hätte jetzt an sowas hier gedacht. Dass du von oben rüber baust. Ich will gerade irgendwie hochgucken, weil. Moment. Setzer. Weiß nicht, wo stehst du denn gerade? Bist du oben in Festung drin? Seh dich gar nicht mehr. Ja, nee, also. Hä, wie bist du da hochgekommen? Ich hab eine Enderperle geworfen. Na. Ich hätte gesagt, wait for me. Ich steck mir jetzt einfach hoch. So. Ja, jetzt habe ich zwar nichts mehr zu essen, aber nicht schlimm. Ja. Genau, das ist nämlich die Sache. Angekommen. Wasser runter? Hast du Wasser platziert? Ja. Ich esse mal eben kurz doch was und versuche hoffen. Ah nein, jetzt bin ich unten. Oh, wie nervig. Ja. Aber warte, du hast Wasser da platziert. Nee, du hast Wasser hier platziert. Sehr gut, nee, das ist gut. Lass das einfach, das Wasser. Lass es mal eben kurz. Ich komme so. Ich nehme dir Life Run das mit, ne? Zack alles rein und konserviert das und dann haben wir alles, was wir wollen. Nur den Drachen oben nicht vergessen. Achso, ich habe übrigens gerade einen Hustenbonbon im Hals, deswegen habe ich mir gedacht, das dauert ein bisschen. Bis wir was finden, habe ich gedacht, komm Bonbon rein, aber irgendwie haben wir doch schon was gefunden. Bombusch. Deswegen hört er mich so ein bisschen lutschen hier. Jetzt ist gut jetzt hier. Hör doch mal auf, mich zu verfolgen. Also, wenn ihr auf Lutschgeräusche steht, dann ist okay. Ansonsten tut's mir leid. Heute ausnahmsweise mal. Ich versuche, in die Backe zu klemmen. Aber bis jetzt klingst du nicht anders als sonst. Es Bark wartet noch nicht in den Lüter abnehmen. Die wollte ich mir gleich selber nehmen. Achso, dann hänge ich dir den Item-Frank wieder hin. Dann darfst du sie nochmal nehmen. Dankeschön. Dann darfst du dir sie reholen. Ich hätte ansonsten mal hier die Kisten abgeholt. Aber also was, komm, pack die rein. Je eher wir hier raus sind, desto besser. Ich habe ihn ja in meiner Aufnahme gesehen. Ja, warum sterbe ich gerade? Achso, wegen Luft. Macht ja Sinn. So. Option 1. Falls du irgendwie noch irgendwelche Schalker-Shells und sowas hast, dann. Ich erfriere gerade mit dem Wasser hier. Vielleicht könnten wir nochmal
dann zum Eintüten irgendwie. Hey, ich habe da auch noch Schalker-Schild. Nochmal ganz kurz den Test. Soll ich nochmal rechtsklicken? Nein, ich mache jetzt keinen Rechtsklick auf die Küste. Die haben glatt eh nicht. So, oben hier ist die Elytra. Kannst du abbauen. Juhu. So, und jetzt kannst du mir gehen. Oh mein Gott. Sky's the limit. Oh mein Gott, ich hab Sky's the limit. Ja, genau. Willst du mir zuwerfen? Aber nicht mit eintüten. Oder warte mal, hier, warte. Ja, hast du irgendwo ein Schalker-Schild? Nein, ich habe Rechtsklick auf die Kiste gemacht. Ah, hast du Schalker-Schells im Inventar, Joe? Schalker-Schells. Ja, habe ich. Ich hab schon wieder einen Rechtsklick auf die Kiste gemacht. Das war ein Reflex. Ich wollte sie eigentlich gerade eintüten. Das war ein Reflex, aber nein, natürlich funktioniert es nicht. Natürlich ist es immer noch hier am Abkacken alles. Meine Güte hier. So, also, da wären wir wieder. Minecraft startet. Ja, liebe Leute. Wir haben viel Abstürze in letzter Zeit, was? Ja. Und den Drachenkopf müssen wir halt noch mitnehmen oben. Den hole ich auch gleich noch eben. Das mache ich doch da gleich noch eben. Und dann freue ich mich gleich mit dir zusammen, die Pille zu nehmen, oder? Oder wie wollen wir uns killen? Einfach ins Wald hüpfen. Einfach ins Wald. Hier, pass auf. Also, ich drop mal kurz. Das möchte ich sicher haben. Wir können ja dann Katze pranken, dass wir einfach sagen: Nein, alles gerippt. Oh ja! Ist die Katze noch da? Stopp, bevor du mir das zuwerfst. Stopp, du willst mir all dein Zeug zuwerfen, ne? Sammle das nochmal ein, bitte. Weil ich gib mir nochmal ganz kurz meine Spitzhacke auch wieder zurück. Ja, pass auf. Dein Zeug, behalte das erstmal gerade, denn du sollst mir nur die Schalker Shells geben, damit ich Schalker Kisten machen kann. Und dann kannst du eine Schalker Kiste machen mit deinem kompletten Equipment und dann kannst du die zu Hause wieder rausnehmen. Oder kann ich die dir geben? Du kannst ja auf die Kiste greifen. Ich habe ja auch noch eine, die ich nehmen kann. Achso, du hast. Ja, aber die war eigentlich voll fast, glaube ich. Glaube ich. Also, ich mache hier mal ein Dings noch rein. Zack. Noch eine leere Schalkerbox. Natürlich auch mal mein Equipment. Ich kann einen wunderschönen Boden mitnehmen, weil den möchte ich gerne als Fußboden benutzen in meinem Haus. Deshalb baue ich nochmal ganz viel jetzt gerade hier runter. Wenn du was aufsammelst, einfach meine reinwerfen, okay? Ja. Bin gerade dabei. Also, ich hätte hier mein komplettes Equipment jetzt reingefeuert, eigentlich. Was machst du denn hier oben? Oh, lol. Oh, weißt du, was ich in Craftec 5 gemacht habe? Ich habe ein komplettes von diesen Schiffen abgebaut und habe es bei mir in die Base gesetzt, die normale Welten. 1:1 wieder aufgebaut, Block für Block. Boah, cool. Ja gut, außer das Glas, das musst du dann nochmal neu machen. Ja, nee, doch, das auch, weil ich habe Silk Touch dann. Ich habe auch hier Silk Touch, ich kann doch das Glas abbauen. Ich kann es mitnehmen, theoretisch. Ja, plupp. Wow. Hast du mir die Schalker-Schild? Gib mir nochmal die Schalker-Schilds, Joe. Das war's, ich habe keine mehr. Achso, okay, gut, dann passt das. Dann werde ich da etwas sparsamer mit umgehen, mit den Kisten, Zeugs und sowas. Okay. Sammle das hier noch ein. Oh Gott, da ist ja noch eine Schalke. Ja, gefunden. Pass auf, Joe, nicht, dass du das übertreibst. Ich habe kein Schwert gerade. Tut mir echt leid. Ich komme hier nicht vorwärts. Ich hätte auch gedacht, lass doch einfach alles so, wie es ist, damit wir ganz in Ruhe uns gleich töten können. Ja, aber den Kopf, den Drachenkopf. Ach so, ja, gut, stimmt. Ja. Da komme ich jetzt gerade nicht dran. Kannst du mir eben bitte mein Schwert wiedergeben? Wo ist denn Schwert? Habe ich wahrscheinlich schon eingetütet, warte. Jetzt eine richtige Tüte finden. Die Katze ist noch da, ne? Oh, hoffentlich bleibt sie noch da, bis wir gleich diesen Gag machen können. Ich habe Elytra geschrieben. Aber wir müssen dann sagen, oh nein, alles weg, alles weg. So, Pass auf, ich sag Spark, nein. Und dann springst du, okay? Mhm. Also, machen wir mal. Ich würde mein komplettes Inventar mal, Entschuldigung, Bonbon, aussortieren, okay? Ich habe jetzt nichts mehr im Inventar, also ist alles weg. Top. Ich würde jetzt aber eben ganz kurz die wichtigen Sachen dir geben. Oder wo packe ich meine Sachen rein? Du kannst sie mir auch mitgeben. Also, hatte ich mein Zeug reingetan. Ich glaube, du hattest hier irgendwo noch eine. Ich lag aber mit ein. Warte, hier hast du noch eine. Guck mal, da ist noch dein Drachenkopf drin. Oh, Leute, da sind noch Schalker-Shells. Pass auf, stopp, bevor du. Ich mach dir auch noch mal eine eigene Kiste, eine komplette. Geht das mit denen? Ja, warte, Sekunde. Stopp. Don't move. Ich mach dir eine komplett eigene The Joecraft-Kiste hier. Cool. Die ist komplett leer, steht hinter dir. Dann packe ich dann. Ich packe beides rein. Ich packe jetzt beide. Diese beide Kisten in der Ecke. So, ich habe alles weggelegt. Ja, das ist gut. Ich schreibe noch mal ganz kurz im Chat. Nicht, dass du gleich runterfällst. Joe, zieh deine Rüstung noch aus, ne? Wäre schade um den Elytra. Joe, deine Dia-Rüstung auch noch aus. Ja, achso, Mist, habe ich vergessen. Okay. So, dann packe ich das alles ein. Habe ich.
Ja, den Crafting Table brauchen wir nicht unbedingt einpacken. Enderkiste hier, Deer Pickaxe rein. Die sind jetzt komplett nackig, ne? Jo. Hast du alles gemacht? Fertig? Ja, ich habe alles fertig. Nein, ich klicke schon wieder auf die verdammte blöde Kackkiste. So, wie geboostet bist du eigentlich? Ich wollte nachgucken, ob alles drin ist. Das ist ein Reflex von mir gewesen. Ja. Die Kiste sieht so einladend aus. Für die ist die Kiste sowieso leer, Joe. Ja, aber da ja. Ach, geh mich. So, wir haben 5 Schalker-Chests mit lauter gesaveten Sachen und so. Wir müssten uns halt zu Hause dann eine Enderkiste noch mal craften. Höchstwahrscheinlich, also ich habe keine zu Hause stehen, das ist die andere Sache, ne? Aber ich habe Enderperlen zu Hause, sodass wir uns da eine craften können, denke ich. So, wollen wir runtergehen dann? Mhm. Kommt, wir machen jetzt hier einen richtig epischen. Ne, lass uns erstmal aus dem Void springen. Also erstmal hier runterkommen. Warte, vorsichtig, ich baue hier gerade einen Stein ab. Nee, wir können ja. Achso, wir können einfach hier. Wir sterben. Ja, ins Void oder willst du hier oben aus dem Schiff rausspringen? Wenn du oben rausspringst, dann. Void finde ich lustiger. Kannst du auch von hier ins Void, oder? Kommst du denn von hier ins Void? Stimmt. Ja, mit Anlauf. Du hast da noch ein paar Blöcke eingesammelt. Wenn nicht, baue ich hier zur Seite und dann springe ich oben ins Void. Ja, gut. 5 Blöcke habe ich noch eingesammelt. Ja, dann mache ich so ein kleines Sprungbrett. Ich schreibe dann Spark. Nein, dann machst du den ersten Sprung, ne? Ja, ich mache den ersten Sprung. Ich setze hier auch so eine Endrod vorne dran, so boing. Nee, warte. Achtung. Yes. Warte. Nein, ich springe jetzt. Hoffentlich hat das mitgekriegt. Rip Elytra. Oh, böse. Ja, die Reaktion hält sich in Grenzen. Hast du noch Blaze Powder? Was? Blaze Powder. Nein, warum? Damit ich eine Enderkiste machen kann. Ich guck mal kurz nach. Es kann sein, dass ich irgendwo bei mir. Ah, jetzt kommen an die Items nicht dran, oder was? Ja, wir können ja, auch schnell. Wenn du das hast, können wir durchsieben. Dann geht mal ein bisschen das hier. Ich hab Blaze Powder. Ja, gut. Dann ist ja gut. Ja, damit. Ja, guck mal, wie viel du da hast hier. So viel brauche ich gar nicht. 1 hat mir gereicht. Ja. So, das ist die Eye of the Ender. So, und jetzt guck mal hier. Check this out, Joe. Sparky Hees. Bring mich nicht dazu, jetzt nochmal drauf zu drücken. Ich setze die Enderkiste mal lieber nicht neben den Endcake, bevor jemand draufklickt und ins End geschickt wird. Jetzt die Enderkiste hier hin. So, und hier haben wir natürlich jede Menge Zeug. Eine Elytra. Hui. Hui. Ach schön, ich habe die mit der Haltbarkeit gerade. Egal, die ist noch fast komplett voll. Du kannst sie mit Leder reparieren. Im Amboss, okay. Falls sie kaputt geht. Oder halt, wie gesagt, wenn du ein Mending-Buch hast, dann mit EP und so. So, ja. Gut, vielen Dank, Joe. Das wär's dann gewesen. Nicht Spaß, ich bitte. Das wär mies. Ja, mal gucken, was haben wir denn hier drin? Das war mein oder meine. Dein? Okay, dann. Du kannst die ganze Schalker-Kiste mitnehmen. Wir haben aber noch mehr. Also kriegst du auch noch einen Enderkopf von mir. Drachenkopf meine ich. Ein Dragonhead kriegst du auch noch. Und dann können wir gleich mal, ich stelle mal ein paar Kisten zusammen mit dem kompletten Loot, was wir einfach haben. Und das können wir dann splitten. Also die Wasserflaschen waren noch von mir. Und dann gucken wir gleich mal. Du kannst die ganzen Blöcke und den ganzen Shit haben, weil den interessiert mich eigentlich gar nicht. Gut, wunderbar. Okay. Purple Blöcke. Okay, das war mein Equipment hier. Die Picke. Das war mein Equipment. Hose. Ja, genau. Drachenkopf auch. Dann nehme ich mir auch jeweils mal einen Kopf. Und halt, wie gesagt, die eine Elytra. Fein. Wunderbar. Wo ist meine Picke? Meine Picke fehlt mir noch. Ja, warte, kriegst du diesen. Ja, warte, ist noch eine andere Kiste drin. Das war meine Kiste, was ich hatte. Ich hatte mir halt die Silk Touch gegönnt. Achso, ne, die. Ja, die Diapicke. Egal, kannst auch haben. Das war eigentlich meine. Aber irgendeine kannst du mir geben. Ja, nee, behalte die. Die hat weniger Haltbarkeit halt jetzt gehabt. Ich hab bis jetzt keine. Achso, Leute, ich hab gedacht, da war eine drin. Pass auf. Dann, möglicherweise ist hier noch eine. Aber ist ja egal, das ist ja Tierspitze. Das ist meine. Sehr gut. Als ehrlich, who cares? So, das sind jetzt alle Schalker Chests, die wir hatten. Und da ist auch Loot mit drin. Ich werde das Loot jetzt einfach mal zusammen sortieren jetzt. Also alles wichtige Loot in eine Kiste und alles unwichtige. Was war noch mehr? Blaze Powder hatte ich noch hier. Das war noch mehr. Das war eigentlich ein komplettes Inventar hier. So. Dann, ja, würde ich mal sagen, Schatzkisten-Loot. Da kommt nachher drüben hin. Ich will noch irgendwas nachgucken gehen. Ja. Oh, nein, nicht!
Nicht! Warte mal kurz. Scheibenkleister. Ernsthaft? Nein. Mhm. Hast deine Sachen hoffentlich gesaved? Nein. Jetzt ernsthaft? Oh nein. Ist deine Leiter wirklich weg? Ja. Willst du mich verarschen eigentlich? Du prankst mich doch mal. Oh Mann. Nein. Ernsthaft? Ja. Kann ich deinen borgen? Was willst du borgen? Alles. Oh, Entschuldigung, das war mir den Tod wert, das war ein Prank. Ja, natürlich war das ein Prank, ey. Kannst du mir das erzählen? Das kann der mir nicht erzählen. Den habe ich jetzt aber gerochen, ganz ehrlich. Ja, weißt du, ich darf. So viel Inkompetenz hätte ich dir gar nicht zugesprochen. Basti hat 7 Tode, ich muss jetzt auch. Ich muss fair sein, ich muss solidarisch sein. Ich muss derjenige am Ende sein, der die meisten Tode hat. Ja, der blutige Anfänger kriegt zuerst aufs Maul. Natürlich. So, wie die Katze überhaupt nicht reagiert. Ja, wahrscheinlich AFK oder so. Boah, schade. So, ja, gut, ja dann. Ja, dann kommen wir vorbei. Ich habe hier einmal die meisten Schätze jetzt in eine Kiste getan. Da können wir dann mal ein bisschen gucken und aufteilen und so. Ja, was für Schätze aufteilen. Gib mir was, was du entbehren kannst. Ich bin mit allem möglich. Das Abenteuer war mir schon cool genug. Ja, wobei ich Glas benötigen könnte. Hast du zufällig schon Glas gemacht? Nö. Hast du Sand? Hier sind noch überall ganze Blöcke und so Zeugs. Da kannst du ja mal reingucken, kannst dir ja was gönnen. Also. Cool. Ne, hier überall verteilt. Ich kann mal die unnötigen Sachen raustun. Chorus Fruits war noch drin. So, ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Glas, um meine Bude jetzt fertig zu machen. Das wollte ich doch noch eben angehen. Genau, da können wir jetzt einen Eimer opfern. Den brauche ich gerade nicht. Wir haben ein bisschen Eisen hier und Zeug. Wenn man auch Beetroots sieht jetzt ab sofort. Beetroots. So, und dann hier alles raus. Hier sind noch so ein paar Schluffis. Ich darf doch mal ganz kurz mich der Lava bedienen. Dankeschön und tschüss. Also die Mauer müsste hier vielleicht noch mal ein bisschen angepasst werden. Da kannst du ja vielleicht gleich gucken, hier die Stonebrick-Mauer, dass die schön aussieht, damit unsere Base zumindest schon ein bisschen wieder... Also wie gesagt, du hattest ja ein paar Blöcke oder so abgebaut, diese wären dann noch hier, die kannst du nehmen. Den Endstone, keine Ahnung, weiß nicht, ob du Endstone willst. Ich würde jetzt gerne endlich mal mein Haus fertig bauen, deshalb... Ja, okay, gut. Ja gut, also Joe, das war ja schon mal sehr actionreich. Ich bin jetzt gerade bei 20 Minuten, also ist eigentlich okay. Jo. In der Folgenlänge, beziehungsweise ich würde jetzt noch ein bisschen was machen, also ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich wollte mal alles organisieren hier, ein bisschen abchecken und so. So, das ist die Ender Chest hier, die kann man einsammeln schon mal. Die ist auch leer, kann ich einsammeln. Das mit dem Eimer klappt. Das sind die Schätze, das sind die Blöcke, das ist auch eine leere. Okay, dann kann ich die... Ich mag eigentlich Ender Chests, verdammt, die kann ich nicht... Ja, die Ender Chests, die kommen bei mir an die Decke. Was suchst du schon wieder, Joe? Ich suchte deinen Sand, da oben. Wunderbar. So. Sand hast du ja genug. Sand habe ich wie Sand am Meer. Richtig. Sehr schön. Beziehungsweise, wenn du Sand willst, dann kannst du ja eigentlich in der Umgebung graben und so. Ja, also wie gesagt, wir haben nichts Wichtiges gelootet, außer halt Elytra und Drachenkopf, den haben wir halt für aufgeteilt. Jeder eins und so, und das passt schon. Bei mir würde ich die Elytra halt dann in die Dings reintun. Ansonsten haben wir halt ein paar Dir-Sachen, kriegt Dir-Hose, Dir-Brustpanzer, aber die haben halt teilweise keine nützlichen Verzauberungen und Dir-Rüstung ist nichts Besonderes, hätte ich gedacht. Eisenrüstung auch nicht. Was halt witzig oder passend oder interessant ist, ist halt der Mending-Helm, der repariert sich von allein, das ist ganz cool. Nur den kannst du nicht mehr abziehen, weil der Curse of Binding hat. Einmal angezogen, nicht mehr abziehbar. Und halt eine Hose hatte irgendwo, glaube ich, noch Mending drauf. Das war die hier. Die würde ich auch nehmen. Ja, eine Mending-Hose. Ansonsten einfach ein bisschen Ersatzequipment und das können wir ja. Okay, also wenn es dich interessiert, dann hänge ich das irgendwo hin. Ja, mach ruhig. Also wie gesagt, wenn du gleich was hast, dann hole ich es ab. Ansonsten. Ja, keine Ahnung. Schenkt. Ich kann es dir lassen. Wenn du was brauchst, pass auf, ich mache dir einfach eine Kiste hin. Wenn du was brauchst, dann holst du sie fertig. Geiler Scheiß, siehste. Sharing is caring. Ja. Passt schon. Passt schon. So. Ich bin, was das angeht, wirklich recht locker. Also so mit Loots und so ein Kram. Es gibt ein paar Sachen, die möchte ich gerne haben, zum Beispiel eine schicke Picke und so ein Kram, aber das war's. Ich gebe mich mit sehr schnell mit sehr vielen Dingen einfach zufrieden. Können wir mal eine Runde fliegen oder so. eine Runde fliegen habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht. Und dann verkacke ich es gleich wieder. Ich muss Leertaste drücken, ne, um den auszuklappen. Wir könnten ja mit dem Minecart hier bis zur Farm hochfahren, vor oben von der Farm runter starten, irgendwo landen. Ja. Einmal kurz, ich brauche mal wieder was zu essen hier. Ich habe ja gar nichts zu essen. Den Kopf dran.
Und wenn ich jetzt noch einen Redstone Torch mache, dann kann ich den Kopf auch im Maul öffnen und schließen lassen. Ich hoffe mal, du wusstest das. Mhm, ja, klar, natürlich. Das okay. Wusste ich doch. In der Pocket kann man ja sogar auch mit Dings was machen. Ich muss mal ganz kurz. Hattest du noch Kohle irgendwo gehabt? Oder? Na, hast du mich schon in der letzten Folge gefragt? Ich habe gesagt, nein, nur Holzkohle für Filter. Ach, wie brätst du denn deine ganzen Sachen? Ja, ansonsten, ich habe noch ein bisschen Enderperlen, so, das würde ich mir halt safen. Ja, ich habe noch ein bisschen Kohle, sehe ich gerade. So, und dann die wichtigsten Sachen Fisch dann in Ender Chest. Warte. Den Rest können wir Wasserflaschen machen. Sekunde. Ah, nee, wir müssen einfach mal rumfliegen, war das so ein Gedanke. Doch, ich möchte gleich eine Runde fliegen. Aber okay. Jetzt möchte ich mal ganz kurz eben hier ganz schnell Management dann, machen, dass die Öfen arbeiten können, während ich hier. Ah, ich muss ein bisschen hier organisieren. Ist schon wieder richtig heiß die ganze Zeit. Ja, aber war ein gutes Abenteuer. Richtig dicke Runde, richtig dick gelohnt. Jeder hat alles bekommen. Wunderbar. Genau. Finde ich auch. So, mein Haus baue ich gleich weiter. Baue ich gleich aus. Das wollte ich heute noch als kleines Projekt vornehmen. Ich will ja noch so 20 Minuten vielleicht das Video machen. Dann kommen wir auch gut voran. So, jetzt können wir mal ganz gerne eine Runde eben fliegen gehen. Also, dehnt sich aus, dehnt sich an. Wie gesagt, einfach eine Leiter anziehen. Und dann geht's ab. Ich hatte halt gesagt, jeder schnappt hier eine kurze Proberunde von deinem Haus. Da kann ich ja nicht viel schief gehen. Einmal kurz, um es einmal zu testen. Nicht, dass ich es nachher doch irgendwie schaffe. Ja. Obwohl, wir können da hochlaufen. Ist egal, laufen wir hoch. Wir laufen einfach gleich hoch. Hier, ja, jemand hat hier ganz viele lustige Schilder aufgestellt. Ach so, das sind deine ganzen Donations. Ah. Genau, ich habe ein paar Leute verewigt, die ab 10 Euro oder so im Stream gespendet hatten. Die habe ich dann, weil da geht es ja bestimmt auch einen Map-Download. Deswegen habe ich gedacht, gut, ich füge euch mal hinzu. Yep. Auch ich dachte, das wäre eine ganz nette Geste. Das ist eine sehr nette Geste sogar. So, ich folge dich. Ja, mal eine Sekunde. Ich hätte gesagt, das hier nochmal und drauf. Ich muss mich abkühlen, ganz kurz. Lass mal ganz kurz hier stehen beim Kühlgerät und dann würde ich sagen, gehen wir rüber und springen einfach mal von meiner Falle runter. Also von der Eisengolumfarm. Wir können mal gucken, ob in der Zwischenzeit auch wieder was drin gelandet ist. Das wäre noch cool zu wissen. Ja, stimmt. Aber das kann ich auch hier machen. Ja, genau. Check mal in der Zwischenzeit. Wenn ich gerade hier stehe. The Jokecraft was checking the chest. Whether there was iron or not. No, there was no iron. Verdammt, gestern. Ja, wie gesagt, wir sind noch am selben Tag, aber eigentlich. Wir sind schon wieder ein Weilchen weg. Guck mal, wir waren ein paar Stunden weg, es ist nichts drin. Also es liegt. Irgendjemand muss im entsprechenden Abstand hier sein und dann spawnt da wahrscheinlich auch was. Naja. Wir sind die Elytra Gang. Ey, komm, wir machen mal einen Screenshot für die Folge. Ja, klar, komm. Wenn wir auf dem Dach stehen. Ja, von dem Röschen. Hoi, so mit dem da vielleicht. Ha. Warte. Ja, er zeigt mir erstmal seinen Arsch. Ich zeig dir den Elytra. Yes. Yes. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Ich glaube, das kann man gar nicht gut sehen. Muss man ja, also doch den Arsch zeigen, oder wie? Nee, von hinten hätte ich gedacht. Bleib mal stehen. So, ja, genau. Ja. Hold on. So. Das sind die Flügelgang. Sehr schön, yes. Passt. Oh, ich brenne hier. Mhm. Ja. Ich stelle mich ja kurz zu deinem Kaltgerät hier, ne, so. Ja, ich komme mit, ich bin auch wieder ziemlich heiß. Ey, das ist richtig schlimm, ich habe echt das Gefühl. Nee, du musst reingehen, glaube ich. Nee, das reicht hier zu stehen. Okay. Du hast du gerade gesagt, dass du dich selbst als heiß empfindest? Schön. Nee, ich habe gesagt, dass die ganze Gegend hier ziemlich heiß ist in letzter Zeit. Keine Ahnung, warum. Ich glaube, da ist ein bisschen was passiert irgendwie. Vielleicht hat jemand geprankt oder Halsspiralen versteckt. Das wäre ein lustiger Prank tatsächlich. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es noch heute schaffen werde. Was denn? Zu fliegen, oder? Nee, den Prank zu machen. Fliegen möchte ich ja. Den Prank? Was ist ein Prank denn? Was ist ein Prank? Heizspiralen unter deinem Haus zu verstecken. So, ja, Entschuldigung. Na komm, das reicht jetzt. Wir laufen jetzt einfach hoch. Mach die Tür nach dir zu. Genau, und einmal nach oben gehen, dann können wir von oben runterspringen. Ich wollte die auch nochmal irgendwann abbauen hier, aber... Ach, lass ruhig. Die Basti Space ist ja auch ganz interessant. Guck mal, wie viel Mühe er sich gegeben hat mit dem Wasser dort am Rand. Ja, damit nichts reinkommt. Aber ich glaube, die spawnen bei dem halt trotzdem. Die Gemeinschaft von oben sieht auch nicht schlecht aus. Die könnte man noch ein bisschen dekorieren hier und da. Ja, gut. Also bei uns sind trotzdem immer noch Monster drin. Irgendwo ist vielleicht noch Lava. Die können durch die Mauer vom Klimm durchspawnen. Also ist ein bisschen blöd. So, und jetzt können wir von hier meinetwegen einmal rumfliegen, beziehungsweise unten bei uns in der Wohnung landen. Jo, pass auf. Dann fliege ich mal eine Runde. Achtung. Ja. Fertig und. Whee! Okay. Guck mal, einmal zur Katze. Ich flieg mal zur Katze. Ja, genau. Aber du kannst halt nicht wieder zurück, ne? Oh.
Muss laufen. Zwischen lauter Lava muss. Hätte ich ja keinen Bock drauf. Oh, mir ist heiß. Deswegen segel ich hier ganz entspannt einmal um die Farm rum. Katze! Guck mal, die hat gar nichts mitgekriegt. Natürlich nicht. Miau. Klar. Ich sammle wieder. Das war eine schlechte Idee mit der Katze. Upsala. Jo, wie komme ich denn jetzt hier wieder zurück? Ja, das habe ich dir gesagt. Du kommst nicht zurück, es sei denn, du gehst durch die Mobs. Das ist das Problem. Hättest du mir das nicht ein bisschen eher sagen können? Habe ich dir gesagt, als du noch im Flug warst. Ja, das war schon zu spät. Das hättest du mir auch vorher sagen können. Aber du bist schon losgeflogen. Oh, egal. Ohne Wenn und Aber. Weg hier. Oh Gott, ich brenne. Ja. Oh, Scheibenkleister. Das war alles sehr unklug von mir. Ja, wir sind, weißt du, warum wir so schnell heiß werden? Weil wir die ganze Zeit keine Schleimrüstung anhaben. Ich mache mir gerade noch mal eine Schleimrüstung hier. Ich habe ja noch genug Zeug hier. Eine Chestplate, ein Helm. Da vorne ist Wasser. Das Wasser. Wasser schon mal gut. Komm, zieh ich mal die Rüstung aus, Schleimrüstung an. Das war nur meine Battle-Rüstung. Und jetzt sollte ich halt auch wieder ein bisschen mehr aushalten. Ach, schon mal gut. Ja. Ah, tut das gut. Und weiter geht's. Wobei ich doch noch eine Idee habe, was ich machen könnte. Aber dazu bräuchte ich ein bisschen Eisen. Ja, was hast du denn vor? Erzähl doch. Oder ist das ein Prank? Ja, lass dich warten. Ja, okay, dann ist das. Das ist etwas, wo du dich tatsächlich überraschen kannst. Ich hab's gerade verstanden, lass dich verarschen. Nein. Sowas nicht mit dir gedacht. Ja. Böses Monster. Rein in die Base und Pool. Ha! So. Ja, ich muss demnächst mal wieder hier. Während mein Spiel abkühlt, ich muss mal ganz kurz. Dazu muss ich mal ganz kurz eine Klitzekleinigkeit überprüfen. Test. Super flat. Ich muss mal ganz schnell eine Welt betreten oder stürzt jetzt wieder mal Minecraft ab? War das nicht so? Ach so, ja, du warst ja. Nee, du willst ein Singleplayer. Ja, es war so, es stürzt ab, richtig. Das war bei diesem Mods ja so, richtig. Das war das klitzekleine Problem am Rande. Aber wenn ich ein Singleplayer mache, ist das kein Problem. Ja, irgendwie spinnt mein Minecraft irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie spinnt die gesamte Mod-Version. Irgendwie stürzt es ab, wenn ich Enderkisten so. Ich bin ja froh, dass es überhaupt läuft. Aber keine Ahnung, das ist nicht normal. Irgendwas stimmt bei dir nicht, weil bei mir geht es auch um Singleplayer und alles. Ich kann alles vorbereiten. Aber ich habe ja auch alles im Singleplayer gebaut, vorgebaut. Ich bin der 1.12, also das heißt, ich komme auf diesen Server drauf. Ha! Ja. Und weil mir der Server gehört, kann ich mal eben ganz schnell hier nach unten gehen und mal eben das ausprobieren, was ich vorhabe, bevor die ganzen Leute mich alle zutexten. Und zwar, wenn ich das doch richtig in Erinnerung habe, reicht es aus, bei einem Schacht ein Schild da und dann so und so und so und... Nein, aber so und so und... Warum kann ich das... Oh. Natürlich, wir haben Entitäten auf den Dingern deaktiviert. Ah, heiß, also. Heiß. Schlechte Idee. Okay, das funktioniert schon mal so nicht. Aber können wir Trapdoors craften? Nein, Trapdoors sind schlecht. Können wir Leitern craften? Ja, Leitern gehen, ne? Wir können alles craften. Wir können auch Trapdoors craften. Nee, craften, genau. Ich sag craften, oder? Craften, ja, ich sag immer gerne craften. Das heißt ja auch Minecraft, nicht Minecraft. Es heißt Minecraft. Nein, es heißt Minecraft. Nein. Ja, hast ja recht. Ich hab immer recht. Immer recht. Spark, der immer recht haben, der immer recht habe. Ja. So. Oh, ich hätte die Ender Chest noch eingetan. Ich bin so ein bisschen am Sortieren gewesen. Ich habe hier oben ein bisschen Schalkerbox und Zeug hängen. Wir sind echt gut organisiert jetzt hier hoffentlich. Ich wollte nochmal ein neues Thermometer machen, fällt mir gerade ein, mit Glas. Die Frage ist, reicht das für Game Mode 0? So, damit wir da was sehen können. Ich habe schon zwei Thermometer verloren. Bei gestorben. Okay. Ja, und dann. 1, 2, 3. Eigentlich gut durch. Bei 4 Blöcken passiert. Guck dir mal nach meiner Folgenlänge. So, da bin ich wieder. Und ich habe eine Idee, was noch fehlt. Und zwar, wir hatten ja noch eine Wochenaufgabe. Und zwar für bis zu Phase 4. Am Wochenende geht's richtig ab. Ich hab's euch ja schon gesagt, da eskaliert alles. Wir müssen noch eine Antenne bauen, um ein Notrufsignal abzusenden. Und diese sollten wir in der Nähe vom Spawn bauen. Bisher hat das noch keiner gemacht, wie ich sehen kann. Deswegen würde ich mich da mal ranwagen und das vielleicht auch noch hier hinbauen. Ich würde das da oben vor das Help-Schild hinbauen am besten. Und da würde ich ein bisschen Materialien holen. Ich habe auch schon eine grobe Vorstellung, wie ich das machen will. Aber nur so mal als Auftragscheck oder sowas noch ansteht. Das wird jetzt gleich eine äußerst wichtige Geschichte. Wir haben also richtig, richtig cooles geplant. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Am Samstag beginnt die nächste Phase dieses Mal und das wird spannend. So, ich gehe mal kurz zurück, hole mir ein bisschen Baumaterial und wir sehen uns dann
gleich wieder, wenn ich die Kiste am Bauen bin. Also ich werde das wahrscheinlich aus Terrakotta machen. Helm und roten, so eine Antenne, die nach oben geht. So, meine Freunde, da wäre ich. Ich habe mich doch dazu entschieden, keinen hellen Terrakotta zu nehmen, sondern lieber Quarz, weil das ist viel, viel weißer und das passt, denke ich, mal auch etwas besser. Und dann lege ich mal los. Ich würde sagen, ich baue das Ding hier so hin. Das ist halt 5 Blöcke mal 5 Blöcke, so in jede Richtung. Und wollen wir das hier so, ja, vielleicht hier 1, 2, 3, 4, 5. Hey, der Joe ist da. 4. Hi. Aufnahme gerade. Jupp. So, Sekunde. Okay, so, dann bei mir geht's wieder weiter und ich habe hier den Joe dabei. Hey, witzig, der war zwar schon mal in der Folge, mittlerweile ist ein neuer Tag, weil wir haben da nicht mehr allzu viel weitergemacht. Ja, ich bin gerade hier am Antennenbasteln für unsere Wochenaufgabe. Die dürfen wir ja nicht vergessen und so. Und da habe ich hoffentlich was Schönes hier. Wollen wir schon verraten, was wir mit der Antenne machen? Ja, wir wollen noch Notsignale losschicken und ich habe schon gesagt, es kommt bald eine Phase Nummer 4 an den Start. Da geht es dann richtig ab. Wir haben die Planung davon schon stehen und deswegen wollen wir noch kein allzu großen Geheimnis verraten, hätte ich gedacht. Yes. Nein, 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 nur das mit dem Notsignal, das hätte ich auch gesagt. Ja, ja. So, wunderbar. Okay, dann irgendwie hier so zu. Dann da so zu. Ich habe mal ein bisschen roten Terrakotta aus deiner Kiste geborgt, weil ja, ich hatte nicht mehr ganz so viel. Bedien dich. So, von innen drin machen wir jetzt sowas hier. Das dann in jede Richtung. Ich muss mal gucken, dass jetzt nicht hier die Lava-Monster am Start sind. Ja, das ist schon so richtig. Dann den, den, den. Das ist jetzt so eine rot-weiße Funkmastantenne. Aus roten Terrakotta und aus Quarz. Und so. Die sich auch abwechselt. So, warte, um den Dreh. Okay. Dann gehe ich einmal nach oben. Und dann machen wir Etage Nummer 2. So, dann auch wieder hier. Sekunde. Ging es so in die Richtung? Dann müssen wir das in die andere. Okay. Ja, Joe ist nur so nebenbei. Gerade da. Du hast gerade keine Folge am Start, ne? Heute, also ich muss noch meine Folge machen, aber. Nö. Gerade bin ich jetzt ein bisschen im Haus mal hier machen. Jo. Ah, nein! Ah, nein! Nein. What happened? Man hört es, ich habe Mist gemacht. Oh ja, ich habe eindeutig Mist gemacht. Der Joe, der kann nicht Minecraft spielen, das ist sein Problem. Ja, die Zuschauer haben schon gedacht oder geschrieben, The Joe und Elite Hub, das eine gute Idee ist, weil der verliert die ja wieder. Ja, da haben sie aber auch irgendwie recht, um fair zu sein. Ja. Das kann schnell in die Hose gehen. So, dann den Dreh und dann auch nochmal. Hey, das wird echt eine gute Antenne, glaube ich. Oh, ich habe es noch gar nicht gesehen. Ich nehme mal gleich mein Aussichtsplattform hier oben und gucke mir die an. Oder hast du die direkt auf mein Haus gebaut? Nee, die habe ich vor Basti Space. Die habe ich hier beim Nanny vom Spawn gebaut, wo auch das Help-Schild von Basti ist. Aber eventuell kannst du die von dort aus schon dann sehen. Also müsste vielleicht gehen. Warte. So, nicht, ist es so schwer zu bauen eigentlich? Auch für mich ist alles schwer zu bauen. Ja, habe ich schon gemerkt. Gib Joe niemals eine Bauaufgabe. Du wirst enttäuscht werden. Yes. That's right. Wir haben jetzt eine lange Geschichte mit dem Zabazu zusammen. Ja, ja. Hey, ist das die Samstagfolge? Nein, das ist noch die Freitagsfolge. Ah, Samstag ist ja dann, wenn die nächste Phase kommt. Da geht es ja dann richtig ab. Da muss ich jetzt morgen sagen, oder wie, wenn wir vom Zabazu reden? Ja, morgen. So, und dann hier noch einen. Wunderbar. Wie du geguckt hast. Das ist jetzt noch die Folge, wo wir die Elytra zurückgeholt hatten. Ah ja, okay. Wo ich ein bisschen früher aufgehört hatte. Also Joe hatte noch ein bisschen weiter gebastelt, aber ich stand dann irgendwie nur doof rum. Da habe ich gesagt, komm, schneide ich. Ja. Doof rumstehen ist halt ein Hobby von mir, aber ist halt vielleicht blöd für eine Folge immer. Und dann, naja. Gut, als nächstes ebenfalls hier wieder hoch. Die Blöcke in der Mitte sind nur kleine Hilfsblöcke, damit ich dann wieder runterkomme. Wollte ich mir überlegen, ob ich die... Ne, ich lasse die nicht drin. Ich baue die wieder mit ab. Dann hier nochmal. Ja, wir hatten immer so eine Wochenaufgabe jeweils immer gehabt. Der Eisladen war halt, damit der Eisverkäufer kommt. Und diese Woche war es halt hier die Antenne. Und hat bisher noch keiner gemacht. Also Sparky zur Stelle. Er baut das Ding.
wie es sich gehört. Ja. Na gut, wir hatten halt keine Initiative irgendwie gestartet, aber vielleicht, ich habe gedacht, jemand hat Lust, weil den Eiswagen, den hat der Klim und Sinus, glaube ich, instant sofort schon gemacht. War ganz cool. Hatte ich gar nicht mal Zeit, überhaupt dran zu bauen. Ja, die beiden sind fit, die können das. Jo. So, wir müssen aber noch ein bisschen hier unser Ding schön machen, unser Bereich hier, da könnte man sich noch mal ein bisschen Mühe geben. So, und dann einfach in die Ecke. Und auch hier. Das hast du immer noch nicht gesehen, ne? Warte. Nee, ich muss noch gerade. Ich bin tatsächlich gerade. Du musst es nur auf deinen Berg hochgehen, dann siehst du, wie es abgeht. Und wir können nochmal Eisenfarben gleich checken, was da so abging. Sekunde, je schneller man hier. Ich bin noch geil. Also, ich würde noch eine rote Ebene drauf machen, dann schickt es aber auch schon. Die Quarz, glaube ich, nur gesetzt, weil die so schnell wieder abbauen lassen, deswegen. So. Jetzt einmal die roten noch. Hey. Yep. Hey, sieht ja aus wie aus dem Boden gestampft hier, du. Das war von links nach. Jetzt muss ich wieder in die Richtung machen. So. Die Antenne wird eine coole Funktion bekommen, aber das seht ihr dann morgen, wenn es soweit ist. Ich bin schon gehypt. Vergiss nicht die Technik bei der Antenne. Sie benötigt einen Schalter. Ja. Den werde ich gerade so noch hinkriegen. Ja, aber an den Schalter dahinter muss ein Notenblock dran sein, damit wir auch was am Ende hören können. Ah, verdammt. Ja, es okay. Ja, Joe hat das schon ein bisschen durchgeplant. Also. Da weiß ich halt mehr. Schalter muss an einem Notenblock sein. Der Notenblock muss irgendwie mit der Antenne verbunden sein. Dann funktioniert das auch. Ja, dann kriegen wir noch. Super. Kriegen wir noch. So, dann ab auf meinen Berg, wupp, bis nach oben und ja, man sieht schon mal was. Sieht wenigstens gut aus. Ja, von hier aus sieht man schon was. Von hier oben ich würde noch so eine zweite rote Etage drauf machen und dann dann hier oben einmal abschließen. Ich habe auch ein paar Cobblestone Walls mit dabei. Fein. Ein paar Mauern. Der Sparky, der weiß, was er tut. Jo, ich kann bauen. Er kann bauen. Das ist nicht ganz auf meinem Mist gewachsen. Ich habe einfach mal kurz Antennen gegoogelt und dann wusste ich, okay, sowas brauche ich. Einfach mal Antennen gegoogelt, ja, okay, so in die Richtung. Aber ganz ehrlich, so hätte ich es ja auch gemacht. Ja, ich hätte irgendwie keine so ein bisschen was Steinigeres gemacht, aber nee, ist auch schon gut. Wunderbar. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. So, dann, das wäre die letzte Ebene. Wenn ich das gerade richtig sehe, ja, ich muss nur runterkommen, ohne drauf zu gehen. So, das ist doch ein Elytra, Mann. Ja, die habe ich nicht mitgenommen. Weil die ist ja in meiner Safe-Kiste. Ich muss da sowieso dann unten nochmal dran und Blöcke platzieren, wieder herlaufen und dies und das. Wo sind jetzt meine ganzen Gut. So, ach dann. Achso, die stehen noch bei dir. Ja. Boah, wie bauen wir das jetzt hier oben zusammen? Ich muss mal kurz hier auch wieder den Boden dicht machen. Ja. Vielleicht sowas. Und sowas. Es geht hier dann so noch zusammen. Ja. Ein typisches Gestöhne, wenn ich immer hier was am Bauen bin. Ja, ein Glowstone noch dabei gewesen wäre auch noch schön oder irgendwie sowas, aber habe ich jetzt leider vergessen. Ja, nee, das passt schon. Das passt schon. Das ist doch mal eine Antenne hier. Die ist ja auf Höhe 96 unten war über 30 Blöcke hoch, also. Ich schau mal schnell. Das ist ja hier akzeptabel, du. Ja. So, jetzt kann ich hier meine Hilfsblöcke wegbauen. Gefällt dir so von außen? Von mir? Also ja, klar, gefällt mir die. Die gut. Okay, gut. Dann, würde ich mal sagen, baue ich hier mal in meine Hilfsblöcke wieder ab. Und begebe mich mal wieder nach unten. Die wird innen als Gerüst so stehen bleiben, denke ich.
Alles mit einsammeln. Wenn ich gleich runterkomme, werde ich eh wieder gegrillt von irgendwelchen Viechern. Ich habe auch noch Level 65. Jo, hier ist alles voller Mobs. Okay, sehr schön. Dann hätte ich das auch schon mal hier erledigt. Und hier sind online massig Viecher, massig Viecher. Oh oh. Einmal kurz bei Basti rein. Huh. Okay. Ja, Schalter, Notenblocken, alles. Aber ich denke, meine letzten Feinheiten werden wir in der nächsten Folge machen. Von außen sollte es einigermaßen cool aussehen. Ich würde hier mal kurz auf die Mauer hochschwimmen. Aha. Ja. Ja, warum nicht? Ja, das ist, hoffe ich mal, okay. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis in das Gachen. Und tschüss. Ciao, Leute.